Das 24-Stunden-Benefizradeln in Fohnsdorf veranlasste ATV Eichfeld, ein achtköpfiges Radteam an den Start zu schicken. Das ATV Eichfeld Naturfreunde Fohnsdorf Charity Team. Das Team war mit allen Altersklassen gut durchstrukturiert. Wer ist denn beim Team alles dabei jetzt? Ja, ist meine Wenigkeit Hakenberg Ernst, der Hakenberg Ernst Christian, Rennhäusl Heinz, Rennhäusl Christian, Gams Jürgen, Gams Patrick, Schatzwalter Senior und der Sohn ist Josef. Und habt ihr dafür euch vorbereitet, trainiert? Ich hoffe, wir haben uns sehr gut vorbereitet und wir werden unser Letztes geben und versuchen, also in der 8er Teamwertung nicht so schlecht abzuschneiden. Gibt es ein bestimmtes Ziel? Ja, ich sage einmal so, es ist immer schön, nicht Letzter zu werden und im Mittelfeld mit den Guten, also zeitmäßig mithalten. Wäre unser Ziel. Das älteste Teammitglied war 64 Jahre alt und ließ sich auch in der Nacht durch Wind und Regen nicht vom Ziel abbringen. In der Endphase katapultierte sich das 8. Team noch auf den hervorragenden 9. Klassenrang. In der Teamgesamtwertung gelang mit dem 13. Platz von insgesamt 25 Teams der ersehnte Sprung ins Mittelfeld. Für ATV Eichfeld stand soziales Engagement im Rahmen des Benefizradelns im Mittelpunkt.